Hallo Leute und damit willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal Dalabo. Heute zeige ich dir, wie du eine automatische Feuerwerksraketenmaschine baust, wie du hier auch schon im Hintergrund erkennen kannst. Wie das Ganze geht, das ist sehr leicht, also bleib dran, falls ihr das auch nachbauen wollt. Und über ein Like und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Es ist ein Klick und hilft mir sehr. Und jetzt los geht's mit dem Video. So Leute, das hier ist alles, was wir brauchen. Einen Verstärker, 25 Redstone, 2 Beobachter, einen Hebel und 14 Spender. Das ist wirklich alles. Also es geht wirklich sehr leicht zum Bauen. Dann nehme ich das hier einmal. Und das erste, was wir machen müssen, ist eine Clock. Wir platzieren hier ein Redstone, hier ein Beobachter und von der Seite ein Beobachter. Dann, wenn ihr es richtig gemacht habt, müsstet ihr sehen, wenn bei euch alles funktioniert, dass dieser Beobachter und der hier und das Redstone hier dauernd aufblinkt. Sehr gut, danach könnt ihr hier noch ein Redstone hin platzieren und ihr geht dann so entlang. Hier einen Hebel. Ups, so. Wenn wir den ausmachen, bleibt das so. Das Redstone bleibt an und somit können wir es aus- und einschalten. Okay, als nächstes nehmen wir unsere Spender, stellen uns nach oben und platzieren die so lang, damit das jetzt 5 Spender sind und hier in der Mitte. Auf die Spender kommt auch nochmal Redstone, obwohl ihr den auslassen könnt, aber ich gebe ihn auch nochmal hin. Und ja, später braucht ihr dann auch noch Feuerwerksraketen. Jetzt ist es eure Idee, wie ihr es designen wollt. Ihr könnt hier so eine Reihe hinbauen. So. Oder auch hier. Na, das ist euch entschieden. Aber ihr müsst wissen, wenn ihr es größer baut, braucht ihr auch mehr Redstone. Hier werde ich jetzt 2 so hin platzieren. Das gleiche auch hier. Auf der Seite. Und hier werde ich auch nochmal 2 hierher platzieren. Das werde ich jetzt 1 versetzen. So. So sollte das aussehen, wenn ihr es genauso haben wollt wie bei anderen. Wenn ihr das habt, nehmt ihr wieder euer Redstone und geht hier unten weiter und verbindet hier erstmal alle Spender, bis ihr hier angekommen seid. Hier nehmt ihr dann einen Verstärker und platziert den hier drauf. Ihr müsst Shift gedrückt halten, also in die Hocke gehen und dann hier drauf platzieren. Hier kommt dann wieder Redstone hin und das halt alles in der Hocke. Hier Redstone, hier und hier. Okay, hier brauchen wir eigentlich nichts mehr. Dann sieht das schon mal so aus. Und danach brauchen wir auch noch ein paar Feuerwerksraketen. Ihr könnt welche besorgen, wenn ihr im Kreativ seid, geht das leicht. Im Überleben dauert das etwas. Aber ja, hier habe ich mal eine Doppeltruhe voller dieser Feuerwerksraketen. Ich habe jetzt einfach bunte genommen und nehme mir jetzt ein paar Feuerwerksraketen raus. So. Das sollte wahrscheinlich reichen. Wenn ich wieder hier bin, gebe ich in jeden, ich glaube, 3 Stacks, das wird reichen für eine recht lange Zeit. In jeden dieser Spender kommen jetzt 3 Stacks von diesen Feuerwerksraketen rein. Hier und hier auch. Ups, das waren jetzt 4. Okay, ich fülle die mal alle auf. Und so. Alle sind jetzt gefüllt, wie ihr sehen könnt. Und jetzt können wir den Hebel auch wieder anmachen. Und wenn wir ihn anklicken, sollte das hier passieren. Wenn es nicht der Fall ist, schaut nochmal im Video nach, ob ihr irgendeinen Fehler gemacht habt. Auf jeden Fall baut es genauso nach und dann solltet ihr so ein schönes Feuerwerk haben. Wenn dir das Video gefallen hat, kannst du gerne ein Like da lassen. Es ist ein Klick und hilft mir sehr. Genauso wie ein Abo. Dann werdet ihr keine weiteren Tutorials mehr verpassen und es hilft mir, wie gesagt, sehr viel. Und damit danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.
Mhm.